Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, in dieser Folge wollen wir uns mal die Bowls des Todes bauen. Wenn ich die noch richtig so im Kopf habe, beziehungsweise wenn das so stimmt, was ich da neben mir auf dem zweiten Bildschirm im Rezept sehe. Ich habe mir jetzt erstes mal einen Slimy Sapling geholt. Den werden wir jetzt mal schön brav in den Garten stellen. Und dann hoffen wir mal, dass da draus was wird. Und ich kann den verwenden, um da mir meines Leaves draus zu basteln. Wir werden sehen. Und in der Zwischenzeit werden wir mal die anderen Sachen herstellen. So, wir brauchen jetzt als nächstes Vanadium Steel Dust. Und Vanadium Steel Dust macht man am besten auch im Mixer. Und zwar mit einem Vanadium Dust, mit einem Chrom Dust und 7 Steel Dust. Ich glaube, einen Steel Dust habe ich noch. Jawohl. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch 6. Dann hauen wir mal einen Maserator. So, dich hau ich mal dadurch. Ich bin jetzt dann immer noch beim Überlegen, ob ich mir zuerst noch diesen Adit, ne, doch wobei, ein Adit Crossbow Buddy kann ich ja so oder so machen. Den kann ich ja so oder so machen. Das heißt, mein Bogen wird dann noch ein bisschen besser. Da machen wir gar nichts mehr, weil mein Öl durch ist. Aber egal, wir haben noch ein bisschen was, glaube ich. 854.000 müsste reichen. So, in der Zeit ist ja der gerade dabei, drüben mein Adit durchzupulvern. Aber ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich jetzt nicht gleich beides gleichzeitig mache, dass mir dann gleich die Energie ausgeht. Das wollen wir nicht. So, ich habe die nächste Batterie fertig. Die werde ich hier drin, glaube ich, brauchen. Ah, das heißt, wir hauen jetzt die Batterie Nummer 4 auch gleich rein. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche als nächstes ja mein Maserierte Stahl. Haben jetzt hier, das sind 7. Dann brauche ich ein Chrom, das müsste das sein, das ist Nummer 8. Und Vanadium Dust. Jawohl, das ist das. So, dann gehst du mal so. Geht nicht. Das da und das da. Mal da rein. Und wir haben Evola Vanadium Steel Dust. So, ich bin gerade beim Überlegen. Vielleicht muss ich das gar nicht durch den durch den EBF jagen. Könnte es sein, dass ich es jetzt nicht mehr brauche? Das wäre natürlich geil. So, wir schauen nochmal. Adit Crossbow. Und das kann man hier machen. Also ich bräuchte ihn so oder so nicht, weil ich könnte es auch draußen machen. Dafür bräuchte ich 720. Kannst du im Extruder machen? Nein, also es geht im anderen nicht. Also das heißt, ich bräuchte 5 Stück. Aber Moment, das war es auch gar nicht. Komm mal hierher. Da haben wir es.
Kann ich? Ha, ich kann's hier machen. Kann ich das Dust auch einschmelzen? Bitte sag ja. Und der letzte. Geht. Das hat er rausgenommen. Das ist schon gemein, ne? Das ist schon eine Runde gemein. So, Adit. Adit. Die Frage, kann ich dich in der Schmelze draußen machen oder muss ich dann Ingot reinwerfen? Ich vermute, dass es zwar geht in der Schmelze, aber dass es nicht mit dem Pulver geht, sondern nur mit dem Ingot. Also egal. Die Batterie ist voll. Ich bin jetzt einfach frohen Mutes, dass das klappt. Ein bisschen gaga, die Anzeige gerade. Die überlappt sich. Das ist echt komisch. Aber läuft. Das legen wir gleich wieder zurück. So, weil wir haben. Ah, nix? Ach doch, die habe ich schon rausgenommen. Ich bin erst verwirrt. Guten Morgen. So, das heißt jetzt, wenn ich jetzt dich nehme, kann ich dich in Blast Furnace schmeißen, das ist mir klar. Du musst dich in den Blast Furnace schmeißen. Und ich brauche jetzt wie viel für den... Nadium. Sehe ich ihn oder sehe ich ihn nicht? Also 144 Liter, also ein Ingot. Okay. Wenigstens Problem. Also ist momentan das Problem. 90 Sekunden. So, die Picke. Wieder mein Hebel. Einfach mal resetten. So. Funktioniert wieder. Aber wie gesagt, nicht vergessen, Karte vorher rauszunehmen. Wie schon mal gesagt. Sage ich noch öfters. Okay. Ich brauche dafür aber einen anderen Circuit, ne? Auch dafür den Circuit Nummer 1. Den hole ich mir mal schnell da hinten. Oh, ist nicht einfach ein Circuit, nur weil ich ihn einmal kurz brauche. Und wirklich kurz. Wenn ich jetzt schnell genug bin, macht er, hat er den dritten noch nicht angefangen, hat er.
So, wir tun beides raus, weil nicht, dass er danach meint, er muss richtig durchdrehen. So, wir haben jetzt hier in Damaskus. Und dann schmeiße ich jetzt hier rein. So, und dann heißt es jetzt, dann kommst du. Muss ich mir nochmal das angucken. Gucken, da. Fluid Solidifier. Das ist der hier. So, das heißt, Damascus Steel Rod kommt schon mal dahin. Mein Wrench kommt dahin. So, wir werden gleich wissen, ob der EBF schön brav durchläuft. So, 72 Sekunden. Wir schauen mal auf den Strom. Passt. So, bis jetzt hat sich der noch nicht bewegt. Und der auch nicht. Schön. So, so viel zu richtig. So, wir werden auf jeden Fall ein bisschen Strom gleich brauchen. Aber wie gesagt, weil wir möchten ja jetzt dann den nicht im Fluid Extractor, sondern im Fluid Solidifier. Am besten habe ich es jetzt verdreht. Aber ich habe eigentlich vorher nachgeguckt, ne? Das war Wood war unten. Das sind ja auch Vanadium Steel Bolts und das sind ja Iron Bolts, oder? Ja. Schau nochmal nach. Damascus Steel. Ja, Fluid Solidifier. Wir brauchen auf jeden Fall über 500.000 EU. Das Vanadium-Stil kommt jetzt hier rein und geht automatisch in den Fluid Output und ist hier drin. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Hervorragend. In 144. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch? Also ab und zu ist es verwandt. Leute, ab und zu. ,144 Liter Molten Vanadium Steel. Damascus Steel Rod. Habe jetzt da keinen Bock, da 144 mal durchzuklicken, bis ich Vanadium Steel finde. Das kann doch nicht sein. Ja, das ist ein Damascus Steel Bolt. Ich glaube, ich habe das falsche Material. Nee, das ist Damascus Steel. Damascus Steel Bolt. Ja. Ist andersrum gebraucht. Ja. Wir üben ein bisschen. Ja, das Problem ist nur, ich, ja, nee, ich brauche halt noch mal, ich mache halt noch mal einen. Ich habe jetzt etwas mehr Energie verschwendet. Werde das Heterogen auch nicht rauskriegen, ne?
Ja, doch, ich krieg's raus mit der Pistole. Aber ich lasse dann nochmal zwei Adit einfach durchlaufen. Das ist ja. Das ist nicht das große Rätsel, ne? Ich noch? Oh, ich habe sogar noch zwei Adit, das da. Sehr schön. Aber schon ein Fail, dass das jetzt nicht gerade geht. Vielleicht stelle ich mir auch nur blöd. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Halt, nein. Zuerst dich und dich rein. Glaube, hat jetzt auch länger gedauert, ne? 30 Sekunden länger. Und haben sich die Batterien jetzt bewegt? Okay. Danke. So, da kommen jetzt die 11 rein und die anderen zwei, dass das Zeug da rauskommt. Dann kommst du jetzt dann da rein. Okay, ich brauche sehr viel Strom. Guck. Kriegt man auch Batterien leer. Jetzt machen wir erstmal den da. Krieg 17. Wenn die Batterie bei 20.000 ist, wird sie getauscht und auch gleich wieder geladen. Wir haben ja Gott sei Dank nochmal zwei volle, ne? Ne, drei volle. Hätten wir mal vorher drauf gucken sollen, ne? 727.800 EU. Ja, da gehen mir noch ein paar Batterien drauf. Haben die drin und du fängst neu an. Habe jetzt noch eine zweite. Ich schau mal, wie weit dass ich die hochkriege, wobei ist eigentlich scheißegal. Vor allem, ich hätte vielleicht den Rod vorher machen sollen. Wäre vielleicht eine Legende gewesen. Aber wie gesagt, hätte ich drauf schauen müssen. Dass der ewig braucht und viel Strom. Aber wie gesagt, das Problem haben wir hier auch gleich. So, 300.000. Damaskus Steel Bolt. Palladium. Das ist auf jeden Fall bräulich. Aber ich glaube, das ist wirklich andersrum. Heißt aber für mich jetzt, ich brauche nochmal ein Damaskus-Steel-Ingot. Das muss ich einschmelzen. Ich bin ja gespannt. Wir sind bei 160.000. haben wir drauf. 300.000. Ja, okay, die Batterie könnte ich also sozusagen komplett switchen. Würde funktionieren.
Aber ich will es jetzt nicht testen. Oder? 350? Er ist jetzt bei 50. Ja, aber es wäre ja geschmarrig, wenn ich jetzt auf einmal kurz vorm Schluss, weil ich passiert irgendein Leck oder irgendein anderer Scheiß. Nein, nein. Batterie tauschen. Danke. Batterie ist voll. Next one, please. So, in der Zeit, weil jetzt reicht es definitiv. Jetzt kann ich auch das komische Ding da in Ruhe lassen. Jetzt schauen wir mal, ob ich da draußen ein Bäumchen bekommen habe. Ich hoffe, dass das da wächst. Wie gesagt, man muss ja mittlerweile mit allem... Oh, sehr schön. So, und für das Fletching brauche ich diese Blätter. So. Dankeschön. So, habe ich ja draußen Kistis zum einfach reinschmeißen. Und wir gehen mal nach vorne in die. Hauen wir uns noch mal den Kopf an. Zu Hause. Slimy Leaves. Ich glaube, das waren die. Ich hoffe, das waren drei. Das reicht. So, Fletching Pattern. Genau, das reicht. Ah, das reicht locker. Hätte nur einen gebraucht. Perfekt. Ab zur Werkstatt. Am besten ist er, hatte jetzt abgebrochen, weil ich jetzt aus dem Schrank raus bin. Dann erschieße ich mich selber. Schieß nach oben und warte, bis der Pfeil runterkommt. Ha, er hat ihn geschafft. So, er hat jetzt diesen Crossbow-Buddy fertig. Ich schmeiße jetzt mal das da rein. Vanadium Steel Rod. Und ich stelle mich einfach nur blöd. Blöd, Solidifier. €120. Das ist 128, das ist mehr. Brauche ich doch da bestimmt nicht dafür so ein scheiß so ein Battery Ding da. Da mal rein. So, ich habe doch Kupferkabel hier, ne? Kann ja mal was testen. So, 16. Kiste. Ah, Circuit noch mitbringen. Oder reinlegen. Mitbringen habe ich schon. So, aber in der Zeit können wir mal testen, was jetzt aus dem Crossbow geworden ist. So, wir haben hier jetzt eine 7212. 165, 864. 1865 und 164 bleibt. 12 Herzen bleibt auch. Durability erhöht sich ein bisschen. Gut. Nehme ich an. So, dann schauen wir uns jetzt mal den Pfeil an. Und zwar der Pfeil hat jetzt hier eine Ammo von 19. Mein Problem wird sein, ich muss den dann erstmal noch ein paar Mal reparieren. Oder ich baue mir einen komplett neuen. Ich glaube, ich baue mir einen komplett neuen, dann hat er nämlich volle Durability. Als wenn ich ihn aufwerte. Ah, wie gesagt, mein Problem ist gerade, ich habe hier einen. Also ich bin auch der felsenfesten Überzeugung mittlerweile.
Was das stimmt. Aber ja, wir bauen jetzt schnell was. Wenn mir das mal einer gesagt hätte. Wir bauen mal schnell eine MV-Maschine. So, brauche ich nochmal schnell zwei Kabel. Kann sein, dass es halt nicht klappt, weil er zwei braucht oder so. Ich weiß es nicht. So, wir haben unseren Medium Voltage Battery Buffer. Und den brauchen wir ja sowieso. So, jetzt tust du mal die rein. Oder das ist ich mich doof? Bestimmt. Ja, okay. Das war ein. Mal nach hinten. Also Fluid Solidifier. Fluid Solidifier. Hab ich. Damaskus Steel Tool Rod. Und dann habe ich nicht. Da liegt das Problem. Nee, Damaskus Steel Tool Rod. Darf ich mich selber treten? Bitte sag ja. Das heißt, du bist falsch. Das heißt, das ist auf jeden Fall richtig, das ist auf jeden Fall falsch. Gib mir mal die Batterie. Das heißt, ich schmelze dich ein. Dann nehme ich dich raus und dich schmeiße ich auch rein. Dann haben wir das auf jeden Fall so drin. Gut. Und jetzt brauche ich einen Damaskus Steel Rod. Wie mache ich dich? Ich mache dich im Tool Rod im Extruder. Tool Rod Cast. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Unterschied, weil das ein Stick ist. Obwohl es dasselbe, glaube ich, ist. Ist egal. So, der Extruder, Batterie ist voll. Mal. Darf ich mich jetzt selber treten? Glaub's ja. Ja, okay, da merkt man den kleinen, aber feinen Unterschied. Aber die Batterie müsst aushalten. Ja, und dadurch, dass ich jetzt den Battery Buffer gebaut habe, habe ich jetzt auf jeden Fall genügend Batterien drin, ohne dass ich dann da Wache schieben muss. Und Disc-Jockey mit Batterien wechseln spielen muss, müsstet ihr eigentlich genügend Power rauskriegen, um den fertig zu machen. Also wie gesagt, ich tausche nur aus. Damaskus Steel Tool Rod.
Jawohl, er fängt an. Er braucht jetzt 3 Jahre, 7 Monate und 22 Tage. Und richtig viel Energie. Ich glaube, der braucht jetzt 3 Minuten oder so. Oder sogar noch länger. Doch, Damaskus. Ich glaube, mir wurde irgendwas gesagt von 700.000. Ist ja nach Energie sozusagen geordnet. Ah, oben ist 1, unten ist leider kein 0. So, kann man aber auch schön mit rechts und links Maustaste machen. Iridium, Damaskusstahl, auf Damaskusstahl, nee, das habe ich nicht, ich habe Vanadiumstil, da haben wir, Vanadiumstil. Er braucht 950.396 Sekunden, es sind 6 Minuten, ja, schön. Hat aber dann eine Durability von 1500. Also das Ding hält ein bisschen was aus. Bis ich es wieder reparieren muss. Ich krieg da gerade doch ein bisschen Muffensausen. Nächste Batterie mit rein. Ich habe schon die Hälfte an Strom verloren. Also egal, wir können das in der Zeit aufbauen. So. Vor lauter Freude. Vor lauter, ich kann nicht lesen oder ich habe nicht drauf geachtet. Beides ist, glaube ich, eher aussagekräftig. So, und ich kann jetzt mal schauen. Den brauche ich doch öfters. Das ist die Forming Press. Ja, aber 256 EU. Das ist die HV-Forming Press. Juckt mich nicht. Somit ist das durch. Es ist dann beim Poly wieder drin. Lustig ist, ein Fluid Solidifier habe ich schon. Achso, der war noch gar nicht fertig. Entschuldigung. So, wenn ich sowieso gerade noch warte, der Good Miner, dafür brauche ich, okay, 2 Pistons, ich brauche einen Sensor, ich brauche Good Circuits, ja, die habe ich momentan alle nicht. Genau, das ist das, was wir wohin wollen. Kraftwerk, Lager, Raffinerie, Chemie und Erzverarbeitung. Ja, da beim Kraftwerk habe ich angefangen. Chemical Reactor, Distillery und Chemical Reactor. Das ist auch sowas, was wir jetzt demnächst machen müssen. Bei den Batterien geht es noch einigermaßen gut. Aber ich weiß, was ich baue. Dafür habe ich Zeit. Ha! Ich habe den nämlich fast fertig. So, dann bräuchte ich jetzt bitte von dir 4 Zinnkabel und ein Kupferkabel. Dann so, so, so und so. Low Voltage Transformer. Korrekt. Dann lege ich mich mal hin. Das
Das heißt, wir haben schon jetzt mal unseren genau. Genau, und den müssen wir jetzt hoch switchen. Mich mal, den haben wir gleich mit. Momentan ist es ja Voltage Out 32, Voltage In 128. Wollen wir ja nicht. Wir wollen ja 128 Out haben. Schau mal, ob hier lustige Löcher entstanden sind. Nein, Gott sei Dank nicht. Kommst du jetzt da ins Spiel? Dann kommst du dahin. Ich mache jetzt keinen Blödsinn. Genau. Step up in 32 Volt, 4 Ampere, out 128 V, 1 Ampere. Genau. Das haben wir jetzt richtig gemacht. Also sozusagen, jetzt kriegen wir rein und hauen auf 128 raus. Step up, 32 Volt, 4 Ampere, 128 aus. So, das heißt, wenn da mein, ja, ich bin gerade beim Überlegen, ob ich die erstmal so noch drin lasse, was ja eigentlich Sinn macht, und sogar vielleicht ein Kupferkabel unten drunter klatsch. Weil momentan ist es ja, also den da drauf stell und das dann alles oben drüber pack. So, und wir haben einen Damaskus Steel Boat. Wir haben ihn fertig. Yippie! Dann können wir schon mal das andere da rauspacken. So, wenn ich kann ich jetzt den, wenn ich ihn versuche hoch zu pimpen, kriege ich da mehr raus oder nicht? Nein. So, dann heißt es, das wird mein Sicherheitsbolzen. Lasse ich da, wir gehen nach vorne. Einmal Kopf anhauen. Au. So, und den da. Also, nur, wie gesagt, das macht nur Sinn, wenn man, ja, da was schon drauf gelevelt hat. Ich habe jetzt dasselbe gemacht, was ich hinten machen wollte. So, und jetzt haben wir 1008. Gehen wieder hinter, weil jetzt machen wir einen Vergleich. So, wir haben jetzt hier den Pfeil. Und hier den Pfeil. So, hier haben wir eine Ammo von 19. Ja, das ist klar. 1008 ist ein bisschen mehr. Wir haben einen Attack von 0,5 Herzen. Haben wir 3,5. Gewicht von 4,34. Gewicht von 13,9. Ist ein bisschen schwerer. Die Akkuranz ist ein bisschen höher. Und die Break-Chance ist auch minimalst höher. So, jetzt nehmen wir das ganze Ding mit in die Abteilung hier rein. So, jetzt gehen wir mal auf den hier drauf. Also mit dem Holzpfeil, ne, weil wenn man jetzt den rausnimmt, habe ich jetzt mache ich gar keinen Schaden. Also mit dem Holzpfeil habe ich 12 Herzen, 1,65, 8,64. Mit dem Vanadium-Stil habe ich 56,5 Herzen. Und 1,65 und 8,64. Und ich habe nochmal einen Crit-Damage-Bonus von 0 bis 29 Herzen. Ich glaube, ich könnte mit dem Pfeil sogar fast ein bisschen one-shotten. Doch schön, oder? So.
Dann hätte ich gesagt, wir ziehen mal unseren Bogen auf. Lass jetzt mal alles da. Ich bin sogar beim Überlegen, meinen Bogen da zu lassen. Ja, ich lasse meinen Bogen auch da. Weil, falls was passieren sollte, kann ich versuchen, mit meinem Bogen meine Sachen wieder zu holen. Das heißt, wir gehen jetzt in die Portale. Und ich springe mal da rein. Hoffe ich, dass wir einen Naga in der Nähe haben. So, J. Natürlich nicht. Das heißt, ich muss jetzt dann mal gucken. Portal. Sehr schön. So, B. Underline, underline. Portal over world. Und das da wird removed. So, und jetzt latschen wir ein bisschen rum und schauen mal, ob wir ein Naga-Ding sehen. Und ich packe gleich mal noch das zweite aus, was wichtig ist. Der Meinung. Auch noch mal einen Kleider. Ja, hat nämlich Sinn, ne? Im Hügel drauf. Und wir gucken in der Gegend rum. Da hinten haben wir ein Myzeliumfeld. Ich habe einen Naga schon gefunden. Ha! So, jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht gleich verreck. Mist jetzt auf jeden. Ja, nein. Mist. Mist. Ich bin erst ein Depp. Ja, ja, wenn Dummheit, ne? Also hoffen, dass ich genügend Futter. So. Es kann nämlich sein, dass ich da drinnen ein bisschen rennen muss. Aber wenigstens bin ich schon mal froh, dass ich hier zwei Garten gefunden habe. Gleich oder drei. Hätte gern noch einen. Pilze kann man nicht roh essen, glaube ich. Ah, aber das da. Und auf die Viecher muss ich gucken. Ah. Karotte, Meloberries. So, alles klar. Geh hier rein. Alles klar. ja. War fast schwer. Okay, diese Armbrust hat's in sich. Das Problem, was ich jetzt nur habe, ich habe für meine Quest für mein Ding brauche ich Naga Scale. Davon habe ich 6. Das ist alles in Ordnung.
Dann reicht's. Dann reicht's definitiv. Und ich habe wunderbar geschafft. Naga. Mit 4 Schuss. Ach, 4 Schuss. Was los? So. Also jetzt machen mir alle Monster Angst. Also nur wenn ich es nicht mitkriege, dass die hinter mir stehen, machen sie mir jetzt noch Angst. Glaube ich, ab HV kommen dann die Nanosuit noch dazu. Oder geht ich sogar schon auf MV? Weiß es gar nicht mehr. Hanglider, komm her. Ha. Und ich habe hier schon die nächsten Sachen gefunden, weil die werden wir dann auch noch brauchen. Ja, das ist jetzt die Frage. Komm. Ach Mann, ich will doch jetzt in dieses scheiß Loch reinpassen. So. Und drin und wieder draußen. Jetzt keinen scheiß Block einstecken. Danke. So, gib mir mal schnell einen Block. Ah, ich weiß, wo die sind. Die sind da. Stimmt ja. Aber der mit einer Rücktouch. Wir sehen. Mit meinem Glück kriege ich jetzt natürlich keinen. Licht an, danke. Ah, da oben sind noch welche. Muss ich schnell gucken. Green Saphir Ohr. Nee, das ist. Ach, das ist Saphir. Nee, Saphir brauche ich nicht. Das ist Saphir. Ach, ich dachte, das ist was anderes. Nee. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen müssen. Ich werde jetzt die Sachen noch nach Hause bringen. Dann werden wir beim lustigen Graben hier dann nach Erzen suchen. Denn wir, ja, wobei, nee, wir werden dann beim nächsten Mal einen Zauberstab machen, bevor wir dann das lustige Graben anfangen. Ja. Dann gibt's von mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.